Ich kann euch nicht hören. Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Genossinnen und Genossen, ab heute ist die Linke die drittstärkste Kraft im Deutschen Bundestag. Heute ist Schwarz-Gelb abgewählt. Und heute verlässt die FDP den Deutschen Bundestag. Liebe Freundinnen und Freunde, als wir uns im Juni 2012 auf den Weg gemacht haben, diesen Bundestagswahlkampf vorzubereiten, als ihr mir gesagt habt, nun macht das mal, da lagen wir gemeinsam bei 5% und es gab eine ganze Menge, die uns abgeschrieben haben von der bundespolitischen Bühne. Heute, am Ende dieses Wahlkampfes, sage ich euch, wir haben gekämpft und es hat sich gelohnt. Die Linke wird auch im nächsten Deutschen Bundestag mit einer starken Fraktion vertreten sein. Wir haben uns in diesem Wahlkampf nicht verstellt. Wir haben ein klares politisches Angebot gemacht. Wir haben es den Wählerinnen und Wählern gezeigt und gesagt, wir haben es ihnen schwarz auf weiß präsentiert und wir waren unverwechselbar, wie die Linke so ist. Ich will, auch weil ich als Erster heute auf dieser Bühne stehen darf, auch als Erster, als Wahlkampfleiter ein Dankeschön sagen. Zuerst will ich mich bedanken bei den tausenden Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfern. Ich will mich bei euch bedanken für diesen unermüdlichen Wahlkampf. Ihr wart großartig. Ich bedanke mich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Wahlquartiers und unserer Werbeagentur. Das waren harte Monate. Ihr seid großartig. Ich liebe euch. Und letztlich danke ich den Kandidatinnen und Kandidaten, die in diesem Wahlkampf Gesicht gezeigt haben für die Linke. Bei jedem Wetter, in jeder Diskussionsrunde, so schwierig sie war. Ich bedanke mich bei den Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten und ich bedanke mich ganz besonders bei einem Mann, der diesen Wahlkampf gerockt hat, Gregor Gysi. Liebe Freundinnen und Freunde, ein Satz zum Schluss. Der Abend wird lang. Wir werden auch ein bisschen zittern müssen. Aber ich will an dieser Stelle einen optimistischen Gruß nach Hessen richten. Wir sind am Ende dieses Abends im Hessischen Landtag vertreten. Und ich sage zum Schluss, bevor ich hier runtergedrängt werde, an SPD und Grüne, auch an diesem Wahlsonntag, das, was wir in diesen Wahlkämpfen immer gesagt haben, wenn es am Ende eine Mehrheit gegen die Konservativen gibt, dann gebt euch einen Ruck und ermöglicht einen Politikwechsel. Wir lassen uns dafür in die Pflicht nehmen.